Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Lulu und Leon Family and Fun. Und ganz viele haben uns geschrieben, ob wir denn mal eine Pizza-Challenge machen können. Eine Pizza-Challenge haben wir ja schon mal gemacht. Und zwar ganz am Anfang. Das war das zweite oder dritte Video, glaube ich. Und dann haben uns noch ganz viele geschrieben, ob wir mal Glücksrad machen können. Und dann haben wir uns gedacht, warte mal, Pizza-Challenge ganz am Anfang gemacht, Glücksrad noch gar nicht. Machen wir doch einfach beides. Und zwar zusammen. Denn, zack, da ist er, Leon. Und die Lulu, die sich natürlich wieder versteckt, die machen gleich eine hervorragende Glücksrad-Pizza-Challenge. Und zwar, gucken wir mal, also, was haben wir dabei? Pizzasoße, Käse, das Ganze haben wir zweimal dabei, nämlich auf der Seite und auf der anderen. Denn auf eine gute Pizza gehört grundsätzlich immer und dran denken, wenn der Vorspann läuft, Daumen nach oben, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren nicht vergessen und schreibt uns in die Kommentare, was euer Lieblingspizzabelag ist. Egal, ob es M&M's sind, Nutella sind oder Salami oder Chips. Schreibt uns euren Lieblingspizzabelag jetzt in die Kommentare. Vorspann kommt jetzt und dann geht's los. Viel Spaß dabei. So. Beide haben einen Pizzateig natürlich und dann hat jeder fünf Versuche, also fünfmal wird gedreht und wo das Glücksrad stehen bleibt, dann gibt es entweder Pinguine, was sind Pinguine? Das sind Haribo-Pinguine oder Oreos, das sind hier die Oreo-Kekse gleich, Jelly Beans, da sind sie, Jelly Beans, gleich ist bald das WM, deswegen Jelly Beans Deutschland, dann haben wir Nutella, da steht es. Dann gibt es als nächstes saure Pommes. Wo sind saure Pommes? Da sind saure Pommes. Fünf Versuche, jetzt geht's gleich los und dann schauen wir mal, was das für eine Pizza wird. Eventuell wird es eine leckere Pizza oder eben nicht ganz so. So, los geht's. Lulu fängt an. Einmal kräftig drehen. Das war zwar nicht kräftig, aber es beginnt als erstes Käse für Lulu. So, ein bisschen verteilen. Nee, aber nicht so der Käse. Oreos. Das ist eine schönere Zahl. Wow. Aber die werden schmecken, wenn die werden. Das wird wahrscheinlich passieren, ja. Das ist nicht schlimm. Doch nicht so. Wie er das möchte. Vier und die letzte Zahl ist. Zutat Nummer 2, Lulu. Popcorn. Popcorn. Oh. Ziemlich farblos, deine Pizza bis jetzt. Bist fertig mit Popcorn? Bist fertig oder mehr? Fertig. Schmeckt lecker. Leon, einmal kräftig. Halt auf. Mit Schmackes. Gut, so. Das ist Nutella. Das ist hier bei Hellblau. Nutella. Oh mein Gott. Ja, kannst du machen. Zum Verreiben, ne? Ich glaube, das reicht. Mach mal den Löffel. Mach mal den Löffel wieder rein. Das, ich glaube. Finde das. Ja, gut. Mach es nicht ganz an den Rand, sonst das verläuft nämlich, glaube ich, im Ofen. Sonst verläuft das alles komplett, dann ist es gleich mehr auf der Pizza. Soll ich schon mal drehen? Du kannst natürlich auch die Oreos einmal hochnehmen, ne, wenn du das da drunter oder willst du es neben die Oreos verteilen so. Das reicht schon. Okay, ja gut. Zutat Nummer 3. Oh, Lulu hat auch einen Teller. Ich bin ja gespannt, ob die Pizza schmeckt. Jetzt kriegt die Fieber. Die Pizza wenigstens ein bisschen Farbe. Stimmt. Ganz mit Hautfarben. Ja, bis jetzt, ne? Aber jetzt hast du einen Klecks in der Mitte. Gut, Zutat Nummer 3, Leon. Meine. Richtig. Da haben wir Käse. Den hat er noch nicht. Käse, Dann da drauf. Bitteschön. Weil ich mag Käse auf der Pizza. Oh, einen richtigen Batzen. Ja, das ist eine äußerst interessante Zusammenstellung, möchte ich sagen. Das ist Mese. Was ist der Mese? Das ist das
aus Käse und Nutella gemischt. Nee. Zutat Nummer 4, Lulu. Schmackes. Oh, das sind M&M's. Ja. Überraschenderweise noch nichts, also keiner von euch hat was doppelt bisher. Das reicht schon? Okay. Du stehst mehr auf Teig bei der Pizza, oder? Leon einmal kräftig, Zutat Nummer 4. Jawohl. Das sind Chips. Hey, ihr musst es. Du kannst bestimmt später bei Leon auf der Pizza auch mal wieder von der Pizza probieren. Der will auch schon. So. Oh. Ja. Einzeln sind die sehr lecker. Die sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So, letzte Zutat. Lulu, einmal kräftig. Oh, bitte schön. Oh. Ja. Frauen wachsen drauf. Sie hat ich denke, das werden mehr als 3. Ja, interessant. Sieht aus wie so ein Nest mit so 3 Eiern in der Mitte. Interessante Pizza von Lulu. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob sie dir schmeckt hinterher. Mm. Käse! Und Leon darf noch. Leon darf noch mal mit ein bisschen Käse garnieren. Ich hätte jetzt auch nicht so viel. Oh, die Oreos werden gratiniert. Oreo-Gratin wird das, Leon. Stimmt. Sehr gut. So, die beiden Pizzen sind fertig. Lulu hat Käse, Popcorn, Nutella, M&M's und Chips auf ihrer Pizza. Und Leon hat Oreos, Nutella, Käse, Chips und nochmal Käse. Jetzt kommt das Ganze in den Ofen. Nein, und dann kommt gleich. Und dann kommt gleich die große Verköstigung. Schreibt uns schon mal in die Kommentare, welche Pizza ihr denn lieber mögen würdet, Leons oder Lulus. Und dann zeigen wir euch gleich, wie die Pizza, ob sie denn überhaupt schmeckt. Wir probieren alle mal. So, da haben wir das gute Stück nochmal von Lulu und von Leon. Und jetzt geht's in den Ofen. So. Guck, noch steht es. So sehen die fertigen Stücke, die guten Stücke aus. Das ist Leons. Das ist Lulu. Meine sind aufgeplatzt. Ja, und ich muss mich korrigieren. Ich habe gedacht, hier, der hier kippt um. Ist er aber nicht. Ja, und Nutella ist abgelaufen. Kommen wir mit den fertigen Endprodukten. Genau, das Endprodukt. So, das ist Leon. Dran denken, es könnte heiß. Ja, es ist heiß. Heiß also das sein. Nutella, ich bin da eben rangekommen mit dem Finger. Es ist sehr heiß. So, und okay. Das ist deines. Oh. Da habe ich geschnitten. Da. Mhm. Oh, wie riesig. Oh, ich bin gespannt. Ich bin sowas von gespannt. Warte, machen wir mal den Fett drauf. Die gerösteten Chips. Ja dann. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Leg es nochmal hin. Leg es nochmal hin. Ich probiere mal einen Chip. Die Chips schmecken echt was anderes. Wenn ich das jetzt auf Papa dann anpacke, dann habe ich im nächsten Video einen roten Finger. Roten Finger machst du. Mit Pizza. Also auf jeden Fall ist Käse drauf. Mmh. Zusammen. Genial. Genial. Und du? Schmeckt lecker. Das ist eine normale Pizza. Ja, du hast auch nur Teig, Lulu, ne? Das kann nicht so ganz schlecht schmecken. Da drinne. Ich sehe das schon kommen. Wir müssen bald nur noch so eine Pizza essen. Mmh. Gebacken finde ich die Chips nicht gut. Ach guck, und Leon findet sie so besser. Das wird flüssig. So Leon, und du probierst jetzt mal dein Pizzastück mit Oreo. Los. Das hier. Zack, rein im Mund. So. Hm? Ich schreibe meine Augen nicht mehr auf. Lecker oder nicht lecker? Blätter. Also, dass Leon Schokopizza mag, das, ja, das wussten wir ja schon. Wisst ihr, bei dem Video auf. Vor 2 Jahren, bei der allerersten Pizza-Challenge, da hat er nämlich auch fast nur Schoko drauf gehabt. Und war sehr begeistert davon. Also, offensichtlich... Beide haben sich eine Popcorn. Schmeckt ein bisschen kokeliger. Ja, so unterschiedlich sind die Geschmäcker, ne? Also, das war unsere kleine Glücksrad-Pizza-Challenge. Denkt dran, in die Kommentare schreiben, welche Pizza ihr besser oder welche Pizza ihr glaubt,
die euch besser schmecken würde. Und wenn wir nochmal eine kleine Glücksrad-Challenge machen sollen mit, keine Ahnung, zum Beispiel einen Kuchen backen oder was auch immer, denkt euch was aus, schreibt es in die Kommentare. Da machen wir das vielleicht nächstes Mal noch. Bis zum nächsten Mal. Wir lassen es uns also lieber lassen. Komm ansprechbar. Macht's gut. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch an die Seiten. Tschüss.